Ich habe mich 17 Jahre lang gegen sowas gewehrt, erfolgreich gewehrt. Aber jetzt haben sie mich mal irgendwo an einem schwachen Punkt erwischt. Jetzt habe ich mittlerweile den Eindruck, dass wir vielleicht mal wieder ein bisschen akzentuierter auch um unsere originären Rechte kämpfen müssen. Aber immer sachlich, immer im Dialog. Und dass wir einfach einen breiten Gesellschaftsdialog führen müssen, was ja, den Fußball am Ende des Tages wieder zum Strahlen bringt. Der Fußball leistet für diese Gesellschaft so viel, dass wir das auch ruhig mal wieder öfter bemerkbar machen sollten und ansonsten uns einem kritisch-konstruktiven Dialog stellen und das mit den handelnden Personen. Dann natürlich auch mit Aki Watzke mich ausgetauscht, diesbezüglich, dass ich natürlich auch der Auffassung war, dass die Führung der Liga in starke Hände gehört. Und wir haben ja nicht nur wegen Reinhard Raubal, aber auch wegen unserer räumlichen Nähe in Dortmund uns häufiger ausgetauscht. Und insofern habe ich mich sehr gefreut, dass er die Bereitschaft übernommen hat, für das Amt zu kandidieren und ist auch heute insgesamt gewählt worden. Ich glaube einfach tatsächlich, dass die Bundesliga wichtig ist für Deutschland, weil es das ganz große letzte Thema ist, das die Menschen heute noch zusammenbringt, ganz unabhängig von Alter, sozialer Schicht, Hautfarbe, Religion oder was auch immer.